Dortmund, im Herzen des Ruhrgebiets. Bad Bentheim, ein moderner Kurort an der Grenze Nordrhein-Westfalens. Zwei Orte, ein Verfahren, die Rüttelstopferdichtung. Ob auf einer Fläche von 20 Hektar oder über 3 Kilometer entlang einer Bahnstrecke. Ob inhomogener Baugrund durch Altlasten und Bergbau oder Arbeiten auf engem Raum. In Dortmund entsteht eine moderne Produktionsstätte für den Pumpenhersteller Vilo. In Bad Bentheim wird eine Gleisertüchtigung durchgeführt, damit pro Tag 1700 Fahrgäste transportiert werden können. Ob 20.000 oder 2500 Verdichtungspunkte. Jedes Gelände birgt Herausforderungen. Keller Grundbau stellt sich diesen mit hoher Gerätekapazität und Einfallsreichtum. Bei der Rüttelstopferdichtung wird in den meisten Anwendungsfällen ein Schleusenrüttler eingesetzt, bei dem grobkörniges Zugabematerial mit Druckluftunterstützung an der Rüttlerspitze austritt. Die von Keller konstruierten Tragraupen mit Mäklerführung ermöglichen einen zusätzlichen Andruck beim Versenken des Rüttlers. Beim Rüttelstopfverfahren wird in alternierenden Schritten gearbeitet. Beim Rüttlerhub tritt Kies oder Schotter aus, wird beim Andrücken verdichtet und seitlich in den Boden verdrängt. Auf diese Weise entstehen Stopfsäulen, die im Verbund mit dem Boden die Lasten abtragen. Die Herstellparameter werden digital im Gerät aufgezeichnet. Das patentierte Verfahren von Keller Grundbau ist vor allem eins: schnell und zuverlässig. Egal welcher Baugrund, Keller Grundbau erstellt ein optimales Gründungskonzept, technisch und wirtschaftlich. In Dortmund sind 5 Trageraupen im Einsatz, in Bad Bentheim eine. Die befindet sich mit den anderen Geräten auf einem Zugwaggon, um jeden Morgen zu ihrem Einsatzort zu fahren.